Peter Weidinger von der ÖVP ist am Wort. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher und alle Menschen, die in unserem Land leben. Konsumentenschutzpolitik genießt oberste Priorität bei dieser Regierung. Ich werde Ihnen jetzt auch in den nächsten Minuten genau auch ausführen, Herr Kollege Wurm und Herr Kollege Drobitz, wo der grundsätzliche Unterschied liegt. Für uns bedeutet Konsumentenschutz, die Kaufkraft der Menschen zu stärken und sie zu entlasten. Und das machen wir, meine Damen und Herren, hier seit dem ersten Tag an, wo die Parlamentsmehrheit gute Politik für Österreich macht. Das haben wir zum Ausdruck gebracht, haben wir das mit der ökosozialen Steuerreform. Die größte Entlastung der Zweiten Republik mit 18,5 Milliarden Euro. Was wir tun, ist nicht einfach Kosmetik machen, sondern grundsätzlich unser System verändern, die Menschen entlasten. So haben wir ein Gesetz geschaffen, wo wir die Einkommenssteuertarife senken. Das bedeutet 650 Euro mehr für die Menschen, was spürbar jetzt schon in ihre Taschen kommt. Das heißt, wir schaffen hier auch gesetzliche Regelungen, dass das Leben günstiger wird, damit das leistbar wird, damit sich die Menschen auch das leisten können. Wir haben den Familienbonus eingeführt, der von 1.500 auf 2.000 Euro erhöht wird. Wir haben einen Mehrfachkinderbetrag eingeführt und wir haben eine 15. Mindestpension mit allen Sozialleistungen geschaffen, ein sozialpolitischer Meilenstein in der Zweiten Republik. Wir haben den Bundesreparaturbonus eingeführt. Kollege Kurt Eger wird den dann später auch genau ausführen. Hunderttausende Geräte, Elektrogeräte werden in Zukunft nicht weggeworfen werden, sondern sie werden repariert werden. Da bleibt mehr Wertschöpfung bei den Betrieben. Da schaffen wir und sichern wir Arbeitsplätze und wir helfen mit, Klima und Umwelt zu schützen. Das ist Politik von dieser Bundesregierung. Danke, Herr Bundesminister. Danke der gesamten Bundesregierung für diesen Einsatz. Aber natürlich bleiben wir dort nicht stehen. Wir haben reagiert, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Die Teuerungen ist eine große Herausforderung dieser Zeit. Das sehen wir alle. Deswegen haben wir schnell ein Paket von 2 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Und wo haben wir gespart? Beim Staat, indem wir Gas- und Elektrizitätsabgaben gesenkt haben, dass den Menschen mehr Geld bleibt, damit sie es nicht kalt haben zu Hause, damit sie sich Lebensmittel leisten können und damit es für uns ein besseres, gutes Österreich gibt. Und wir haben den nächsten Schritt gesetzt. 1,7 Milliarden Euro. Aber was bedeutet das konkret? 150 Euro für fast jeden Haushalt in Österreich und noch einmal für besonders betroffene Gruppen noch einmal 150 Euro als Soforthilfe. Das war richtig, das war wichtig und da ist jeder Steuerzahler Euro gut verwendet. Und wir setzen auch wieder den nächsten Schritt. Wir bauen unsere Gesellschaft weiter positiv um. Mit dem Klimabonus, wo wir darauf Wert legen, wo es leider in der Vergangenheit nicht die Priorität gegeben hat, den öffentlichen Verkehr auszubauen, geben wir den Menschen Geld in die Hand, damit es kein Nachteil ist, wenn man in der ländlichen Region lebt, sondern man bleibt in den Regionen zu Hause und man kann sich das Leben leisten. Das ist wertorientierte, grundsätzliche Arbeit dieser Bundesregierung. Große Wertschätzung und Respekt für diesen Einsatz, auch für alle Parlamentarier, die daran arbeiten, dass wir diese Gesetzeswerke gemeinsam umsetzen. Der nächste Schritt, den wir setzen, und da lade ich Sie alle heute ein, mitzustimmen und Ihre politische Verantwortung auch gerecht zu werden. Das ist ein nationaler Aktionsplan für Übergewicht von Kindern in Österreich. Wir wissen natürlich, dass wir nicht nur seit der Pandemie, sondern dank der Segnungen der Digitalisierung und anderer gesellschaftlichen Entwicklungen Menschen haben, junge Menschen haben, die den Weg zum Sport und zur gesunden Ernährung noch nicht gefunden haben. Auch denen helfen wir mit einer nationalen Strategie. Herr Bundesminister, danke, dass Sie sich ganz klar dazu bekennen. Das wird ein wertvoller Schritt auch für die Ernährung und für die Jugendpolitik in Österreich werden. Und jetzt noch zur Energieberatung, die wir hier gesetzt haben. Das ist heute ein Unterschied, Herr Kollege Drobitz. Wir machen nicht Einzelmaßnahmen, sondern wir haben gesamtheitliche Strategien. Nehmen Sie den Teuerungsausgleich her, nehmen Sie die Politik her, wo wir im System einsparen, wo die Menschen mehr Geld bekommen und setzen Sie noch eines drauf, nämlich mit Hilfe zur Selbsthilfe, mit der Energieberatung, die wir gemeinsam mit Koalitionspartnern, mit Kollegin Fischer hier auf die Reise gebracht haben. Da wird den Schwächsten in der Gesellschaft noch geholfen. Es werden individuelle Konzepte erstellt. Und am Ende des Tages wird auch noch das Heizsystem kostenlos ausgewechselt.
ein sozialpolitischer Meilenstein, der richtig und notwendig ist, weil er mithilft, die ökosoziale Transformation für die Menschen in Österreich umzusetzen. Aber unsere Hand bleibt ausgestreckt. Wir haben so viele ernste Themen, die uns heute beschäftigen. Der Krieg, das Thema des sozialen Wandels der Gesellschaft. Gehen wir den Weg gemeinsam. Wir strecken beide Hände aus zur Sozialdemokratie, zu den Freiheitlichen, zu den Neos. Wir tun es schon gemeinsam mit unserem Koalitionspartner und übernehmen wir gemeinsam Verantwortung für die Österreicherinnen und Österreicher. Danke, Herr Bundesminister. Ich freue mich auf tolle, gute Zusammenarbeit mit Ihnen auch in Ihrer Funktion als Konsumentenschutzminister. Das war der Abgeordnete Peter Weidinger von der ÖVP. Er lobt die aus seiner Sicht wichtigen Tätigkeiten und Meilensteine des Konsumentenschutzministers. Unter anderem hebt er den 150 Euro Energiekostenausgleich hervor.